Hallo und herzlich willkommen zum neuen Let's Play Beginn von Rain. Jo, natürlich, neue Geschichte. Also das ist ein Download-Titel vom PSN und ich bin schon total gespannt darauf. Was haben wir hier für Optionen? Vibrationen? Okay, passt. Alles gibt's nicht viel. Ja, neue Geschichte. Ich bin so gespannt. Auf geht's. Sich ja schon mysteriös an. Also wir sehen irgendwelche Silhouetten, sobald es regnet und wir haben ein Mädchen gesehen und ein böses Monster. Wir werden selbst zu so einer Silhouette. Steht wahrscheinlich auch unter so einem Ding. Hm?
Wo haben wir uns da eingemischt? Jetzt die Kinder und die Nacht. Dürfen wir uns auch selber bewegen. Ich weiß nicht, ob ich hier auch mal irgendwelche Sachen suchen muss. Oder ob wir am besten so schnell wie möglich durchhüpfen. Dem Mädchen hinterher rennen. Ich finde den Anfang ja schon süß gemacht. Mit diesem Aquarell. Das Mädchen war schon verschwunden. Nur der Junge blieb übrig, allein in der Nacht. Oh. Aber wir wollen sie wiederfinden. Jo, wie gesagt, das war ein Download. Den gab es für, ich glaube, 13 Euro oder so. Der PlayStation. Und ich hatte davon schon Gutes gehört gehabt. Und hab mir gedacht, so, boah, das musst du mal spielen. Und es nennt sich Rain. Gehen wir mal da durch. Okay, genau. Hier regnet es ja nicht, also sehe ich mich hier auch nicht. Oh. Da ist die Tür verschlossen. Kamerawinkel sind auch total genial. Also bis jetzt. Das ist richtig ansprechend gemacht. Und wir befinden uns, glaube ich, auch in Frankreich. Zumindest sehen die Straßen so aus und auch die Musik passt irgendwie dazu. Untersuchen ging mit Select, ne, oder? Oder ne, mit Kreis. Okay, kann ich hier irgendwie hoch? Auch nicht. Gehen wir mal weiter. Jo, ich spiele das jetzt zum ersten Mal, blind halt. Und, wow. Puh. Ist das derselbe oder was anderes? Mami! Ich kann hier also auch verdammt nochmal wieder megamäßig failen, weil ich es halt blind spiele. Der Junge rannte so schnell er konnte an einen Ort, an dem er unter... Was? Oh Gott, jetzt ist das schon wieder zu schnell für mich. Jetzt muss ich abwarten, bis die weg sind. Mann, ey, wie gruselig. Können wir hier weitergehen, oder? Okay, wir müssen wieder dort hinten lang. Das Mädchen. Es wird auch verfolgt. Von diesen ekligen Hunden oder was auch immer. Gucken, ob wir hier runtergehen können. Hier sind Autos, die versperren uns den Weg. Wie kommen wir denn da runter? Hier hinten ging es doch nicht lang. Ach, warte mal, die haben das Tor doch aufgemacht, die Hunde. Gehen wir hier lang. Geht's da hoch? Also der Instinkt sagt, ich will runter, aber ich muss ja immer auch mal gucken. Oh Mann. Fuck. Was mache ich jetzt?